menschliche Persönlichkeit und das menschliche Bewusstsein sind wirklich rätselhaft. In diesem Video werden wir ergründen, wo sich euer Selbst wissenschaftlich gesehen befindet. Wenn ihr das erfahren wollt, bleibt dran. Herzlich willkommen. Jeder von euch hat eine ganz genaue Vorstellung von sich selbst. Wenn man sagt, ich bin heute total fröhlich, ich habe die letzte Mathearbeit verhauen, dann meint man mit diesem Ich immer eine ganz bestimmte Person, sich selbst eben. Aber wo befindet sich dieses Selbst? Manchmal sagt man so Dinge wie, mein bester Freund hat sich total verändert, er ist gar nicht mehr er selbst. Aber damit meint man im Prinzip nur, dass er seine Persönlichkeit vielleicht etwas verändert hat. Aber natürlich ist er immer noch derselbe Mensch. Wir sind Zeit unseres Lebens derselbe und dieses Ich, das Selbst, das lässt sich natürlich auch wissenschaftlich ergründen. Aber es ist gar nicht so einfach, wie man denken mag. Wir versuchen es aber in diesem Video mal. Es wird ein bisschen abgefahren. Es gibt im Großen und Ganzen drei Theorien, wo sich das menschliche Selbst befindet. Die Körpertheorie sagt, man selbst ist der eigene Körper. Ohne Körper ist man nicht mehr man selbst. Wenn man den kompletten Körper auswechselt, ist man jemand anderes. Die Gehirntheorie besagt, dass man selber nur das Gehirn ist. Das heißt, wenn man mir das Gehirn aus dem Schädel nimmt und wegwirft, dann ist mein Körper nur noch eine Hülle aus Fleisch und Knochen. Ich selber befinde mich in diesem Gehirn, das jetzt woanders ist. Und die Datentheorie besagt, dass man nicht wirklich sein Gehirn ist, sondern nur die in dem Gehirn abgespeicherten Informationen. Das heißt, wenn man die Informationen aus dem Gehirn extrahieren könnte, dann wären diese Informationen das eigene Ich. Soweit so gut. Das sind die großen Haupttheorien, wo sich das menschliche Ich befindet. Wollen wir diese drei Theorien doch mal auf Herz und Nieren testen, indem wir einige Gedankenexperimente durchspielen. Fangen wir mal an mit dem sogenannten Gehirntauschexperiment. Stellt euch mal vor, ein böser Wissenschaftler hat euch entführt und zufälligerweise hat er auch Angela Merkel entführt. Und sein großes Ziel ist es, das Gehirn von Angela Merkel mit eurem Gehirn zu tauschen. Ihr liegt also auf einer Liege neben euch Angela Merkel, beide super nervös, was passiert jetzt? Und dieser Wissenschaftler sägt eure Köpfe auf, entnimmt die Gehirne und tauscht sie. Was wäre dann wohl? Wo würdet ihr jetzt sein? Nach eigentlich allen wissenschaftlichen Erkenntnissen wäret ihr dann im Körper von Angela Merkel. Alle unsere komplizierteren neurologischen Prozesse finden im Gehirn statt. Das, was wir denken, das, was wir sind, das ist im Gehirn. Der Rest ist nur Maschinerie sozusagen. Selbst das Herz, das ja manchmal als etwas ganz Tolles, als ein besonderes Organ betrachtet wird, das Symbol der Liebe, das ist einfach nur ein Stück Fleisch, was Blut durch den Körper pumpt. Das heißt, wenn dieser verrückte Wissenschaftler euer Hirn mit dem von Angela Merkel vertauscht, dann wäret ihr jetzt in Angela Merkels Körper. Ihr würdet aufwachen und sagen, hey, hey, wo bin ich? Oh, ich bin in Angela Merkels Körper. Vielleicht würdet ihr anfangen, die Merkel-Raute zu machen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wärt ihr in einem anderen Körper. Und Angela Merkel wäre in eurem Körper. Das ist ziemlich eindeutig. Das heißt, dieses Gehirntauschexperiment spricht stark für die Gehirntheorie. Unser Ich, unser Selbst steckt hier im Gehirn. Aber nicht so schnell. Es gibt noch einige weitere Gedankenexperimente, die unsere bisherigen Theorien wieder auf den Kopf stellen. Und zwar das sogenannte Split-Brain-Experiment. Also das, ja, ich nenne es mal das Gehirnaufteilungsexperiment. Folgendes Szenario. Ihr habt einen eineigen Zwilling, sieht also genauso aus wie ihr, hat eure DNA und er hat eine super schlimme Gehirnkrankheit. Die einzige Rettung für ihn ist es, einen Teil von eurem Gehirn zu bekommen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen mit nur einer Gehirnhälfte weiterleben können. Zwar unterscheiden sich die Gehirnhälften sehr, beide haben sehr verschiedene Aufgaben, doch wenn eine fehlt, übernimmt die andere Gehirnhälfte die Aufgaben der fehlenden Hälfte. Ihr erklärt euch also großzügigerweise bereit, eurem eineiigen Zwilling eine Hälfte eures Gehirns zu spenden. Denn ihr habt ja noch eine, könnt weiterleben und er hat dann auch wieder eine funktionierende Hälfte, ist geheilt und alle sind glücklich. Nach unserem Wissen von eben würde aber Folgendes passieren. Ihr spendet eure Gehirnhälfte, der eineiige Zwilling bekommt sie eintransplantiert, wacht auf und wer ist er dann? Er ist natürlich ihr. Denn das ist ja euer Gehirn, sein Gehirn ist weg. Euer eineiiger Zwilling selber ist in dem Moment gestorben, wo man ihm das Gehirn rausgenommen hat. Er würde sagen, hey, hey, ich habe doch gerade mein Gehirn gespendet, warum bin ich im Körper von meinem Zwilling? Und ihr würdet das Gleiche sagen. Das heißt, dieses Split-Brain-Experiment ist im Prinzip das Klonen von euch selbst. Ihr selber wäret dann geklont. Ihr hättet aus zwei Gehirnhälften
zwei Menschen gemacht. Ihr würdet euch im Körper eures eineigen Zwillings selber gegenüberstehen. Und das wirft unheimlich viele philosophische Fragen auf. Ihr selber hättet ja immer noch euer Bewusstsein und würdet sagen, naja, ich habe nur noch eine Gehirnhälfte, die andere habe ich gespendet, ich stehe jetzt hier, alles gut. Und der Körper von eurem eineigen Zwilling nun mit eurer Gehirnhälfte würde auch sagen, ich bin auch ich, ich habe die Gehirnhälfte gespendet und jetzt bin ich im Körper von meinem Zwilling. Ihr hättet euch also dupliziert, geklont. Wie ist das mit der Gehirntheorie zu vereinbaren? Denn wir haben ja eben gesagt, laut der Gehirntheorie ist man sein Gehirn. Doch nun ist aus einem Gehirn zwei Leute geworden. Passt nicht so ganz zusammen. Noch ein drittes Gedankenexperiment, und zwar das sogenannte Teleportationsexperiment. Jetzt wird's richtig abgefahren. Stellt euch mal vor, in der fernen Zukunft ist es möglich, Leute zu teleportieren. Das ist ganz normal. Man setzt sich nicht mehr ins Flugzeug. Wenn man auf Geschäftsreise von Köln nach London möchte, dann teleportiert man sich. Das heißt, man geht in eine Teleportationskammer und dort passiert Folgendes. Ihr werdet gescannt von Kopf bis Fuß und jedes eurer Atome wird gespeichert. Also ein kompletter Scan eures kompletten Aufbaus. Diese Atome werden, die Informationen dieser Atome, eine Kopie, wird mit Lichtgeschwindigkeit nach London geschickt und aus der Kopie werdet ihr wieder aufgebaut. Das heißt, ihr steht so, wie ihr wart, in London. Alles ist gleich geblieben. Wenn ihr Hunger hattet vor der Teleportation, habt ihr immer noch Hunger, denn euer leerer Magen ist mitkopiert worden. Wenn ihr morgens einen Schnitt am Finger euch zugezogen habt, ist dieser Schnitt mitkopiert worden. Ihr steht genau so da und sagt, super, hat funktioniert, ich bin in London, Teleportation abgeschlossen. Doch was ist hier wirklich passiert? Eure Atome wurden geklont und nach London geschickt. Also ihr wurdet kopiert, nach London geschickt, wieder zusammengebaut. Das heißt, was dort in London steht, ist ein Klon von euch und nicht ihr selber. Mit eure alten Atome wurden in dem Moment zerstört, wo ihr gescannt wurdet. Das heißt, der Klon würde davon überhaupt nichts mitbekommen. Er würde in London auftauchen und sagen, super, hat funktioniert, ich bin in London. Dabei seid ihr eigentlich in dem Moment gestorben und wurde geklont. Ein schwerer Schlag für die Datentheorie, denn die Datentheorie sagt ja, wir sind nicht nur unser Gehirn oder unser Körper, wir sind die Informationen in unserem Gehirn. Doch bei diesem Teleportationsexperiment werden die Informationen haargenau kopiert, wieder zusammengesetzt und ihr seid trotzdem nicht ihr selber. Ihr seid nur ein Klon. Stellt euch mal Folgendes vor. Ihr geht in die Teleportationskabine, werdet gescannt, eure Daten werden nach London geschickt, aber diesmal ist ein Fehler passiert, denn ihr werdet beim Kopieren nicht zerstört. Eure Daten bleiben erhalten. Ihr geht also wieder aus der Kabine raus und sagt, hey, es hat nicht funktioniert, ich bin immer noch hier, ich bin nicht in London. Und auf dem Bildschirm seht ihr aber, wie euer Klon in London die Kabine verlässt. Auf einmal gibt es euch zweimal. Und die Mitarbeiter der Teleportationskabine sagen jetzt, sorry, nach den Gesetzen sind wir leider verpflichtet, dich hier umzubringen, denn es darf dich nicht zweimal geben. Dein Klon in London darf weiterleben, aber du musst hier sterben. Kein vernünftiger Mensch würde dem zustimmen, sondern sagen, wenn ihr mich jetzt tötet, dann bin ich doch tot. Was habe ich davon, dass mein Klon weiterlebt? Das heißt, die Datentheorie können wir in die Tonne kloppen. Wir sind nicht unsere Daten, eine 1:1 Kopie von uns selbst, das sind nicht wir. Keine der Theorien ist also so richtig überzeugend. Mich hat die ganze Sache super verwirrt und ich habe keine genaue Antwort gefunden. Kein Wissenschaftler kann genau sagen, was wir sind, wo unser Selbst ist. Vielleicht ist die Antwort noch am ehesten die Kontinuität unseres Bewusstseinsstrangs. Wenn ihr ein Bild von euch anguckt als Fünfjähriger, dann denkt ihr, ah ja, das bin ich. Aber warum eigentlich? Was habt ihr mit diesem Fünfjährigen gemeinsam? Nichts, ihr wart damals ganz anders. Wahrscheinlich haben sich zwischenzeitlich alle Zellen in eurem Körper erneuert. Das heißt, ihr habt noch nicht mal physisch etwas mit diesem Fünfjährigen zu tun. Aber trotzdem sind wir uns sicher, das auf dem Foto, das bin ich. Und das stimmt auch, denn wir verbinden eben mit diesem Fünfjährigen eine einheitliche Bewusstseinserinnerung. Seit diesem Moment bis hierhin haben wir unser Leben selber gelebt. Diese Kontinuität des Bewusstseinsstrangs, das sind wir. Das heißt, wenn wir als 90-Jähriger auf unser ganzes Leben zurückgucken, wissen wir, das war ein kontinuierlicher Verlauf meines Bewusstseins. Man könnte sagen, wir selber sind wie ein Zimmer, dessen Einrichtung sich beständig ändert. Aber das Zimmer an sich, unser Gedankenszenario, das bleibt dasselbe. Also was sind wir? Unser Gehirn, die Daten in unserem Gehirn, unser Körper, wahrscheinlich der bewusste Erinnerungsstrang, der sich durch unser Leben zieht. Ein gruseliger Gedanke am Ende. Unser Bewusstseinsstrang endet jeden Abend, wenn wir uns ins Bett legen und einschlafen. Zack, wir sind weg und wachen am Morgen wieder auf mit einem neuen Bewusstseinsstrang. Wenn man die Gedanken aus diesem Video zu Ende führen möchte, könnte man sagen,
Wir sterben jeden Abend, unser Bewusstseinsstrang endet und am Morgen beginnt ein neuer. Wir sind jeden Morgen ein neuer Mensch, der sich natürlich an das erinnert, was vorher passiert ist, weil die Informationen, die am Gehirn abgelegt sind. Aber der Bewusstseinsstrang könnte jeden Abend enden. Jeder Schlaf, ein kleiner Tod, wer weiß. Also wenn man das weiterspinnt, wird es wirklich irre. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Denkanstöße gegeben. Postet mal in die Kommentare, was ihr denkt, wo das Ich sich befindet. Was sind wir? Wo befindet sich das Selbst? Als ich euch noch nicht in eine existenzielle Krise gestürzt habe, was ich nicht hoffe, empfehle ich euch dieses Video von mir, in dem es darum geht, ob Menschen ewig leben können und ob wir den Tod besiegen können. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!